Jo, hier ist Mr. Mike mit einem neuen Trick für euch, und zwar den Crazy Legs. Der hat es schon ganz schön in sich. Ich zeige ihn mal schnell. Ja, wie ihr gesehen habt, da geht es um die Beinarbeit, dass man die Beine schnell bewegt vor allem. Ich habe echt lange dafür gebraucht, der hat es schon ganz schön in sich. Viel mit Gefühl und so. Okay, ich probiere es mal euch zu erklären. Erstens, Ball rechte Hand durchs linke Bein, unten durch, dass man ihn von links nach rechts überzieht. Damit fängt es schon mal an. Das muss man schon mal von Anfang an. Der muss immer schön vor dem Sitz. Dann, wenn man das gemacht hat, ist es, dass man ihn unter dem rechten Bein, muss auch durchs rechte Bein durchkommen, dort tippt man ihn mit der linken Hand und drückt ihn dann nach links vor dem rechten Bein. Also das muss man dann wieder zurückziehen. Ich zeige euch das mal in Slow-Mo, weil so schnell kann man das eigentlich nicht nachvollziehen, wie das hinhaut. Slow-Mo. Natürlich, Fehler passieren mir da auch immer noch, aber er ist einfach echt cool. Ich finde den Hammer. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsmoves auf jeden Fall. Ich würde gerne wissen, ob ihr den so hinbekommt, wie lange ihr dafür braucht. Also wenn den jemand hinkriegt, macht ein Video davon und schickt mir das auf Facebook. Geht immer am schnellsten oder ladet auf YouTube hoch. Würde mich echt interessieren, weil bis jetzt habe ich in Deutschland eigentlich noch keinen gesehen, der wohl so richtig cool und schön drauf hat. Also, macht es. Viel Spaß beim Üben. Abonniert meine Videos. Kommen nämlich jede Menge neue Sachen auf jeden Fall. Diesen Sommer geht noch was. Also, danke fürs Zugucken. Euer Mr. Mike. Thanksgiving.